Wir sind gekommen, um zu bleiben. Welche Neuheiten stellen Sie hier auf der Inhorgenta vor oder welche kommen auch noch im Laufe des Jahres? Wir haben dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Das heißt, für uns, wir sind gekommen, um zu bleiben, nehmen aus diesem Grund unter anderem an der Messe in München hier wieder teil und stellen unter anderem dadurch natürlich auch unser Jubiläumsspecial dem Fachhandel vor. Welche Farben und Designs sind in diesem Jahr besonders angesagt? Also auf den Designs sind wir eher wieder so ein Stück weit in dieser Kollektion auf die Aussage von Leonardo zurückgegangen. Von daher sind wir ganz klar wieder auf die Farbsteine gegangen, wofür Leonardo natürlich auch steht. Farben wie Blau, Farben in verschiedenen Bunten, also ja, so letztendlich wie man Leonardo kennt, es strahlt voller Farbe. Was würden Sie sagen, sind Ihre Alleinstellungsmerkmale? Dass die Frau sich individuell ein Schmuckstück gestalten kann. Und das ist halt der Mehrwert, den wir, ich sag mal, unseren Mitbestreitern oder was uns letztendlich ein Alleinstellungsmerkmal irgendwo darstellen lässt. Seit dem letzten Jahr sind wir ganz stark im Social-Media-Bereich unterwegs. Nicht nur bei Jules bei Leonardo, sondern auch bei der Dachmarke Leonardo. Wir arbeiten ganz viel mit Bloggern zusammen. Es wird ganz klar die Zukunft sein. Und das wird auch von uns fokussiert. Wie schätzen Sie denn die derzeitige Stimmung im Fachhandel ein? Ist sie positiv, ein bisschen Aufbruchsstimmung oder ein bisschen verhalten, eher frustriert? Ich glaube, es ist gerade so eine Twilight Zone, aber wir sind von unserer Seite optimistisch, dass es auch da wieder den roten Faden drin geben wird. Es gab schon immer Veränderungen und denen muss man sich ganz einfach stellen. Und wie bewerten Sie die Entwicklung des Onlinehandels? Meinen Sie, der stationäre Fachhandel kann davon profitieren, muss ihn nicht nur als Konkurrenzangebot sehen? Ich glaube, das ist auch da in Zukunft eine gesunde Mischung. Wir sehen das Ganze, dadurch, dass wir ursprünglich aus dem Fachhandel kommen, bestärken wir ihn natürlich auch. Wenn uns natürlich vom Online-Fachhandel oder vom Online-Handel nicht ab. Man muss beide Wege gehen, beide Wege, die sich definitiv befruchten. Man darf davor keine Angst haben. Es ist die jetzige Zeit, es ist die neue Zeit und man sieht ja auch ganz klar auch, die Onliner gehen in den stationären Fachhandel. Also da ist dann, wo ich immer sage, das ist der Rückwärtsgedanke, es gibt diese beiden Parts und die profitieren beide voneinander. Was wünschen Sie sich denn vom Fachhandel? Ja, dass er weiterhin aktiv bleibt, dass er weiterhin auch da die Partnerschaften oder die Zusammenarbeit mit der Industrie verstärkt, weil sicherlich wir brauchen uns beide, wir partizipieren beide voneinander.